So, wunderschönen guten Morgen im Hörsaal und vorm Stream. Vorlesung 11, unsere letzte quasi inhaltliche Vorlesung. Die nächste wird sich ja nur noch mit Wiederholung und Fragestunden derlei Dingen beschäftigen. Heute werden wir uns noch abschließend ein paar so HTML5-Zusatzmodule anschauen. Also sprich, ich habe das mal so genannt, ein paar HTML5-Technologien, die wir bis jetzt auslassen haben. Wenn man sich diese HTML5-Landschaft so anschaut, ja, mit der Sprache HTML5 in der Mitte, dann gibt es einiges an Dingen, die wir noch nicht recht beachtet haben. Ja. Wir haben uns zwar HTML5 als Sprache angeschaut, wir haben die wichtigsten semantischen Elemente gelernt, also wie gesagt, Header, Footer, wie kann man gliedern, wie kann man eben Elemente logisch oder Webseiten logisch auszeichnen. Ja. Wir haben uns Formularfeldtypen angeschaut, auch neue wie E-Mail und URL und so weiter, wo auch diese Sachen besser gehen. Es ist aber bei weitem nicht alles, was HTML5 kann. Ja. Was wir uns eigentlich angeschaut haben, war die Sprache im Zentrum als solches, die HTML5-Definition in ihrem Kern, wenn man so will. Es gibt allerdings eine Reihe an Technologien um dieses HTML5-Universum herum, die das Ganze noch ergänzen. Ja, also da sind Dinge dabei wie eine Zeichenfläche, wo man quasi interaktiv ja, was zeichnen kann, ganz primitiv gesagt. Die Möglichkeit, dass man Videos abspielen, ohne dass man irgendein Plugin wie zum Beispiel Adobe Flash brauchen. Oder die Fähigkeit vom Benutzer oder der Benutzerin abzufragen, wo er oder sie sich befindet gerade, ja, während die Webseite betrachtet wird. Ja, das sind alles noch Dinge, die wir bis jetzt komplett außen vor lassen haben. Die Vorlesung heute, die reicht da jetzt nicht aus, dass wir uns das völlig im Detail anschauen, ist auch gar nicht notwendig für alle die sich mit derlei Technologien ein bisschen im Detail beschäftigen wollen, gibt es im vierten Semester dann noch ein Wahlfach beim Rimbert Rudi Sommer, Web Applications nennt sich das. Da werden diese Thematiken dann noch weiter im Detail, zusammen mit anderen Themen wohlgemerkt, auch besprochen. Für heute soll es einfach ein bisschen einen Überblick über ein paar dieser Dinge, ich habe ein paar rausgepickt, ja, geben, damit Sie sehen, was möglich ist. So, warum machen wir das erst jetzt? Warum machen wir das nicht ganz am Anfang schon, wie wir über HTML5 gesprochen haben? Der Punkt ist das, diese Dinge, die wir heute besprechen, gehören, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich gar nicht zu HTML5 dazu. Sie werden aber ganz gern unter diesem Überbegriff zusammengefasst. Ja, man sieht schon, da sind so ein Haufen Logos rundherum. Das sind so diese ganzen zusätzlichen Dinge. Da sind offizielle Logos vom W3C auch. Also es zeigt schon, dass das W3C auch diese umgebenden Technologien zu HTML5 dazu rechnet, wenngleich sie nicht Teil des Standards sind. Es ist wohl so, zum Beispiel, diese Zeichenfläche hernehme, die wir uns nachher anschauen werden, da gibt es ein Element und dieses Element nennt sich Canvas, ja, das ist Teil der HTML5-Spezifikation. Ja. Aber da habe ich nur das Element an sich, die Fähigkeit dann wirklich da on the fly quasi was reinzuzeichnen, ja, das ist nicht mehr Teil der HTML5-Spezifikation, sondern ist eine eigene. Ja. Oder dann gibt es sowas wie Offline-Storage, dass ich zum Beispiel meine Webseiten auch offline verwenden kann. Wer weiß nicht, wer Gmail zum Beispiel im Browser nutzt, Gmail kann sowas. Ja. Das heißt, selbst wenn ich die Internetverbindung verliere, kann ich meine Mails in Gmail noch weiterarbeiten, kann sie sogar beantworten und quasi losschicken. Die werden natürlich nicht wirklich versendet, aber zumindest merkt sich der Browser, okay, da hat sich was geändert. Sobald die Internetverbindung wieder da ist, geht das Mail dann raus. Ja. Auch eine Technologie, die unter diesem Deckmantel HTML5 steht, aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine eigene Spezifikation ist. Ja. Oder auch die Geolocation, also dass ich abfragen kann, wo Benutzer, Benutzerinnen auf der Welt gerade vor den Rechnern sitzen und die Seite betrachten. Auch etwas, das eine eigene Technologie oder ein eigener Standard, wenn man so will, ist. Und vor allem ganz wichtig, und das ist der Grund, warum wir es erst jetzt wirklich anschneiden, diese ganzen Dinge sind nicht mehr nur rein HTML5, natürlich gibt es da die Elemente dazu und das Markup. Allerdings, wir brauchen sehr stark JavaScript, um diese Dinge einfach zu verwenden. Ja, wenn ich sozusagen in Echtzeit oder mit Hilfe von Code etwas in dieser Zeichenfläche, wenn man nachher sehen, zeichnen möchte, dann brauche ich eine Skriptsprache, um das zu machen. Und deswegen, da war JavaScript nötig und darum schauen wir uns das jetzt erst an.
Bevor wir allerdings damit anfangen, ist ein Thema, das vielleicht, wenn man es so sieht, immer weniger wichtig wird eigentlich, weil die Browser oder die neuen Browser-Generationen, die jetzt quasi laufend auf den Markt kommen, immer mehr und mehr Features können. Man sollte aber trotzdem nie ganz davon ausgehen, wenn ich jetzt mit irgendeiner tollen neuen Technologie spiele, dass jeder immer den neuesten Chrome, Firefox, Safari, was weiß ich was verwendet. Ganz im Gegenteil, sehr, sehr viele Leute, die im World Wide Web surfen, sind leider auf Browser angewiesen, die nicht so neu sind und können das in der Regel auch gar nicht beeinflussen. Also denken Sie sich dran, Sie sind in einer großen Firma, Sie haben einen Rechner, denn der wird von der firmenweiten IT verwaltet und Sie haben weder irgendwelche Adminrechte noch sonst was auf dem Rechner. Das heißt, Sie bestimmen gar nicht, was auf dem Rechner installiert ist und was nicht. Ja. Und wenn der Systemadministrator gemein ist, sage ich jetzt ganz salopp, dann gibt es da nur einen Internet Explorer. Da ist vielleicht der Internet Explorer 9 oder irgend sowas oben. Ja. Ich meine, früher war es mal 6 und 7. Die Zeiten sind mittlerweile, glaube ich, in den meisten Unternehmen schon vorbei, weil dann müsste man auf Windows XP fahren ohne irgendwelche Updates. Aber es ist gar nicht so unrealistisch, dass zum Beispiel nur Internet Explorer 9 läuft. Ja. Und es gibt kein Firefox, kein Chrome oder sonst irgendwas. Ja. Dann habe ich trotz alledem sicherlich nicht alle Funktionalitäten zur Verfügung. Gut, jetzt habe ich Ihnen, das haben wir bei CSS3 schon mal angeschaut, diese Webseite schon mal gezeigt, dieses caniuse.com, ja, wo man einfach nachschauen kann, welche Features gehen. Das ist schön und gut, da können Sie als Website-Autor oder Autorin nachschlagen und wissen dann, ah ja, in dem Browser geht es und in dem nicht. Das hilft Ihnen aber zu dem Zeitpunkt, wo jemand die Webseite aufruft, relativ wenig. Also Sie können zwar während dem Entwickeln schon darauf eingehen und vielleicht irgendwelche Fallback-Lösungen oder sowas machen, aber für manche Fälle ist es einfach notwendig zu wissen, was geht jetzt wirklich in dem Browser, der die Seite gerade aufmacht und was nicht. Und dazu brauche ich auch irgendwie eine Möglichkeit und eine davon wäre der sogenannte oder die Library Modernizer, die Ihnen ermöglicht, solche neuen, sage ich mal, Features in den Browsern abzufragen. Also sprich, ganz einfach zu erkennen, geht das oder geht das nicht. Ja? Modernizer ist eine JavaScript-Library, die ist frei verfügbar, die lädt man sich einfach runter. Ja. Modernizer Latest.js ist zum Beispiel so die Development-Version, die man sich einfach von der Webseite runterladen kann und in der HTML-Datei binde ich die einfach irgendwo ein. Ja. Also oben im Head am geschicktesten, das reicht dann auch schon. Was passiert, sobald ich diese Datei einbinde und die Webseite dann geöffnet wird? Dann fängt die Library zu werkeln an und erstellt im Hintergrund ein Objekt, und zwar ein Objekt namens Modernizer. Ja, das ist so geschrieben, wie sich da auch die Library nennt. Ja. Dieses Objekt ist dann da. Und was die Library eigentlich genau macht, ist, alle möglichen Checks also durchzuführen auf diese ganzen Funktionalitäten, die Library so kann. Also zum Beispiel, wird eine Zeichenfläche unterstützt, wird die Geolocation unterstützt, wird dieses Offline-Storage zum Beispiel und. Da gibt es eine ganze Reihe von Features, also die Library kann sehr, sehr viel erkennen. Die checkt das alles ab und speichert es in diesem Modernizer-Objekt. Und zwar stellt Ihnen dann dieses Modernizer-Objekt einfach einen Haufen Eigenschaften, also sprich Variablen zur Verfügung. Und das sind ganz normale boolsche Variablen. Und da können Sie dann abfragen, geht das auf dem Browser oder nicht. Zum Beispiel gibt es im Modernizer-Objekt die Eigenschaft Canvas. Also da würden Sie dann einfach wirklich schreiben, if modernizer.canvas. Oder wenn Sie es lang schreiben wollen, können Sie auch schreiben, if modernizer.canvas ist gleich true. Also wenn in dieser Variable Canvas im Modernizer-Objekt der Wert true drinsteht, dann wissen Sie, der Browser, der gerade diese Webseite betrachtet, der kann mit dem Canvas-Feature umgehen und dann kann ich von mir aus meine Zeichenfläche initialisieren und zeichnen anfangen. Ja. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Dann gebe ich irgendwie, habe ich vielleicht da eine Fallback-Lösung, habe ich vielleicht einfach eine Message, die anzeigt, tut mir leid, das geht nicht oder was. Oder vielleicht sage ich, binde ich da stattdessen ein YouTube-Video ein, wo man sieht, wie das ausschauen würde oder was weiß ich was. Ja, also da muss ich mir dann halt überlegen, was ich machen möchte. Aber das heißt, die Library macht das total easy. Die stellt mir in JavaScript dieses Objekt zur Verfügung und in meiner JavaScript-Datei kann ich mit if-else das wunderbar abfragen. Ja. Oder eben, if modernizer Video, dann geht HTML5 Video, also sprich Video im Browser. Modernizer Geolocation, dann geht dieses Geolocation-Feature zum Bestimmen der Ortskoordinaten. Oder if Modernizer Local Storage, den habe ich noch nicht angesprochen, dann kann man
den sogenannten Local Storage, so eine lokale Speichermöglichkeit für Daten verwenden und so weiter. Ja, also das heißt, mit dieser Library, und da gibt es noch x andere Checks im Skriptum, ist auf die Doku der Library verwiesen, da kann man auch schauen, was die alles kann. Ja. Da kann ich das super abfahren. Wie gesagt, für einen modernen Browser kein Thema, da brauche ich das alles nicht, weil die können das schon, also diese wichtigen Features zumindest können die alle, höchstens irgendwelche neuen experimentellen Dinge, die noch nicht gehen. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich eine Produktiv-Webseite mache, wo ich damit rechnen muss, dass irgendwelche alten Browser auch daherkommen, könnte Modernizer ein einfaches Tool sein, um einfach zu schauen, ob diese Dinge gehen oder nicht. Vor allem dann, wenn es ein sehr zentraler Bestandteil meiner Webseite ist. Wenn ich sage, okay, da gibt es halt irgendwo eine Randseite, wo von mir aus das und das passiert oder was, na gut, okay, kann man vielleicht verschmerzen, wenn es der eine oder andere nicht sieht, aber gerade wenn die Webseite sehr stark auf solche Technologien beruht, dann sollte ich mir da schon was einfallen lassen. Ja, das so in JavaScript. Das Ganze geht übrigens auch mit CSS. Auch da hat der Modernizer ein nettes Feature parat, weil sobald sie nämlich diese Library, so wie wir es gerade gesehen haben, einbinden in ihrer HTML-Datei, passiert noch eine zweite Geschichte. Ihrem HTML-Element der aktuellen Seite werden ganz, ganz viele CSS-Klassen angehängt. Das passiert automatisch. Also ihr auch in JavaScript natürlich, ihr HTML-Element könnte dann für einen Chrome 39, schaut so aus, das habe ich raus copy-pastet, schaut dann so aus. Also Sie sehen HTML, lang en, das habe ich nur wieder zugeschrieben, aber dann geht's los. Class ist gleich und dann sind da massenweise CSS-Klassen drinnen. Und diese CSS-Klassen sind jetzt sozusagen oder geben Auskunft darüber, welche CSS-Features in diesem Browser eben gehen oder nicht, beziehungsweise auch ein paar andere Infos noch zusätzlich. Also, dass Sie sehen, da steht zum Beispiel, was weiß ich was, JS, Flexbox, Flexbox Legacy, Canvas, Canvas Text und so weiter. Also es ist nicht nur CSS, auch andere Features kann ich so abfangen. Also Sie sehen zum Beispiel, wenn da steht Flexbox, dann wissen Sie, das Flexbox, das Flexible Box Modell, so wie wir das vor ein paar Vorlesungen bzw. Übungen angeschaut haben, das geht da in dem Browser. Wäre das ein alter Browser, dann würde da nicht die Klasse Flexbox, sondern zum Beispiel No Flexbox stehen. Oder was man da zum Beispiel, ich habe es ein bisschen hervorgehoben, da steht No Touch. Das heißt, ich weiß, ich bin da auf einem Non-Touch-Gerät. Ich bin nicht auf irgendeinem Tablet oder irgendwas, sondern das ist das war mein Desktop-Rechner zu Hause, ja. Der hat keinerlei Touch-Devices oder Screens oder sowas angeschlossen. Das heißt, es steht No-Touch. Auf einem, was weiß ich was, iPad würde halt wahrscheinlich nur Touch stehen. Dann weiß ich, okay, ich habe ein Touch-Gerät und kann vielleicht irgendwas damit anfangen. Oder eben zum Beispiel, man weiß, es gehen CSS-Gradients, CSS-Reflections, man kann mit Opacity, Animations und so weiter arbeiten. Also man sieht, das ist der Chrome, da gibt es eigentlich bis auf das No-Touch ist gar kein No. Wenn Sie sich da einen Browser vor einem Jahr angeschaut haben, da waren schon noch einige No's dabei. Also innerhalb von einem Jahr sind sehr viele Features in den Browsern eigentlich wieder freigeschaltet worden, die gehen. So, was bringt mir das jetzt? Ich kann jetzt einfach mit Specificity arbeiten, wenn es zum Beispiel um Styling geht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben... Sie wollen jetzt irgendeinen Hintergrund machen, Sie hätten gerne einen Farbverlauf, darum habe ich den CSS-Gradient hervorgehoben, also dass ich einfach in CSS einen Gradient, einen Farbverlauf machen kann. Ja. Für einen Browser, der das nicht kann, ja, würde ich einfach von mir aus, die ID-Background ist von mir aus, keine Ahnung, das Body-Element hat diese ID oder irgend sowas, ja, mache ich eine normale herkömmliche Formatierung mit Background-Color als irgendwas und so weiter. Ja. Wenn die CSS-Gradients unterstützt sind, dann habe ich ja beim HTML-Element eine Klasse CSS-Gradients dabei. Dann kann ich so formatieren, dann kann ich sagen, bitte formatiere die ID-Div, die irgendwo innerhalb der Klasse CSS-Gradients liegt und mache da die Formatierung mit den Farbverläufen rein. Ja, weil diese Klasse liegt ja beim obersten Element, beim HTML-Element. Das heißt, mit der Specificity kann ich da super arbeiten, weil das ist jetzt natürlich spezifischer als das da. Das heißt, wenn da CSS-Gradients im HTML-Element drinsteht, wird das greifen. Würde es nicht drinstehen, also zum Beispiel no CSS-Gradients, dann greift das nicht, dann greift stattdessen das. Ja, und so habe ich eine ganz easy Möglichkeit, ohne irgendwelche hässlichen Workarounds, sondern rein in CSS Formatierungen durchzuführen, wenn bestimmte Technologien auch zum Beispiel nicht unterstützt sind. Also das ist auch so eine ganz nette Geschichte, die da funktioniert. Okay, das ist der Modernizer. Also vielleicht fällt der eine oder andere, stolpert da er oder sie mal drüber.
hauptsächlich eben interessant für Produktiv-Webseiten, ist klar. Wird immer weniger wichtig, Gott sei Dank, je moderner die Browser werden, aber sicherlich noch nicht ganz, ganz wegzulassen für die meisten Dinge. Sowas kann man natürlich auch händisch alles erkennen, ja, aber mit der Library tut man sich wesentlich einfacher. Okay, schauen wir uns einfach ein paar solche Technologien jetzt an, von denen ich gesprochen habe, und anfangen würde ich gerne mit dem Canvas, der ist eh relativ bekannt. Canvas, wenn man in die Doku reinschaut, the Canvas element provides scripts with a resolution-dependent bitmap canvas, which can be used for rendering graphs, game graphics, art or other visual images on the fly. Also auf gut Deutsch, ich habe eine auflösungsabhängige Zeichenfläche, wo ich on the fly Graphen, Spiele, irgendwelche Bilder, Kunst, Art, was auch immer, ja, darstellen kann. Sprich, auflösungsabhängig heißt, ich muss, wenn ich dieses Canvas-Element anlege, das werden wir nachher gleich sehen, sagen, wie groß das ist. Also ich muss sagen, das ist jetzt 640 mal 480. Punkt. Ja. Und wenn, dann kann ich es maximal halt nachher mit JavaScript wieder resizen und so weiter. Aber ich habe immer irgendwo einfach eine Angabe, wie groß meine Zeichenfläche ist. Und das Ganze ist auch, es steht jetzt eh da, Bitmap Canvas, also es ist eine Pixel-Zeichenfläche. Wir können da keine Vektorgrafiken oder sowas machen, sondern es ist eine Pixel-Zeichenfläche, wie wenn Sie quasi jetzt ganz primitiv gesagt im Photoshop irgendwo was malen. So, wie funktioniert jetzt sowas? Wie legt man sich jetzt sowas an? Ja, dieser Canvas, und das habe ich schon vorher ein bisschen angesprochen, ist ein normales Element, ein HTML-Element, das auch in der HTML5-Spezifikation dabei ist. Element nennt sich Canvas und Sie sehen schon, man sollte diesem Canvas eben gleich eine Größe, also eine Breite und Höhe mitgeben. Ich habe jetzt da zum Beispiel 640 x 480 angegeben, damit dieses Ding dann einfach diese Größe zum Darstellen verwenden kann. Ja. Sinnvollerweise gibt man dem Canvas auch zum Beispiel, wie da gesehen, eine ID mit, denn das Element ist nur der erste Schritt. Wir müssen dann das eigentliche Zeichnen, also quasi das Reinzeichnen auf diese Zeichenfläche, das müssen wir in JavaScript machen. Also tun wir uns leichter, wenn wir dem Canvas eine ID geben, weil wir uns das Canvas-Element in JavaScript einfach leichter suchen können. Ja, es ist kein Muss natürlich, aber das macht vielleicht schon Sinn. Ja. Zwischen Canvas und Slash Canvas könnte ich so eine Message reinschreiben, die man dann sieht, wenn der Browser dieses Element nicht unterstützt. Also Sie sehen schon, auch von HTML5 allein gibt es einen gewissen Fallback-Mechanismus, aber da bin ich halt einfach auf Text allein beschränkt. Sprich, ich kann da, oder was heißt Text, aber auf HTML-Content, ich kann halt da sozusagen das irgendwie einfügen, aber nicht recht viel mehr. Der Modernizer mit diesen If-Else-Kaskaden, da kann ich unter Umständen schon mehr tun, wenn ich möchte. Ja. Okay, das heißt, ich lege mir in meiner HTML-Datei irgendwo so ein Canvas-Element an, und in meiner JavaScript-Datei muss ich dieses Canvas-Element jetzt suchen. Das mache ich mit diesem DocumentGetElementByDraw. Das gibt mir genau das Element. Und zeichnen tue ich, wenn ich so will, nicht im Canvas-Element selbst, sondern der Canvas enthält einen sogenannten Kontext, das heißt einen Zeichenkontext. Und den muss ich im ersten Schritt abfragen. Das heißt, ich hole mir mein Canvas-Element und sage dann CanvasGetContext. Und der einfachste, momentan einzige vom W3C standardisierte Kontext ist der 2D-Kontext, sprich eine 2D-Zeichenfläche. Ich nenne das CTX, diese Variable, aber kann man nennen, wie man will, ist CanvasGetContext2D. Und damit habe ich in dieser CTX-Kontext-Variable quasi, das ist eigentlich meine eigentliche Zeichenfläche und da drinnen steckt jetzt, wenn Sie so wollen, ein Kontextobjekt, das mir alle Methoden zum Zeichnen zur Verfügung stellt, ja, die ich brauche. Werden wir uns jetzt gleich anschauen. Vielleicht noch ein Wort da dazu. 2D, weil ich gesagt habe, ist die einzige Zeichenfläche, die momentan standardisiert ist vom W3C. Sie sind vielleicht schon auch mal drüber gestolpert, dass es im Web auch 3D-Dinge gibt, die man nativ im Webbrowser anzeigen kann. Also es gibt sehr wohl auch einen 3D-Kontext, der nennt sich WebGL. Das ist quasi OpenGL fürs Web, ja. Da muss man allerdings dazu sagen, warum ich gesagt habe, nicht vom W3C standardisiert, da ist eine andere Organisation dahinter, die sich um den kümmert, ja. Aber auch das gibt es natürlich, aber es ist eigentlich nicht vom W3C spezifiziert. Also mittlerweile kann man sehr, sehr gut 2D sowieso und aber auch 3D in so einem Canvas zeichnen bzw. rendern. 3D ist dann mit voller Hardware-Unterstützung, sprich Rendering, Darstellung auf der Grafikkarte und so weiter. Also da, das geht mittlerweile schon ganz gut. Hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen, dass es die diversesten Spielchen
oder sonstigen Demos da gibt. Wir werden uns nachher für 2D noch ein paar Kleinigkeiten anschauen. Okay, das heißt, sprich, sobald ich meinen Kontext abgefragt habe, dann kann ich anfangen, eigentlich da in diesen Canvas zu zeichnen, wenn ich will. Ja, und da habe ich halt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen jetzt mal die ganz primitivsten sozusagen, die ganz einfachsten, aber nur, dass Sie mal sehen, wie man in JavaScript damit interagiert. Also sprich, das Element lege ich mir in HTML an, aber der Rest eigentlich passiert in JavaScript. Das heißt, ich mache mal ein JavaScript-File und in dem steuere ich mehr oder weniger dieses ganze Zeichnen oder was auch immer ich damit machen möchte. Ich könnte zum Beispiel ganz simpel Rechtecke zeichnen. Ja, da gibt es also verschiedene vordefinierte Methoden. Eine davon kann zum Beispiel Rechtecke zeichnen. Die nennt sich dann Fill-Rect oder Stroke-Rect, je nachdem, ob ich ein gefülltes oder nur ein Rechteck mit Outline zeichnen möchte. Und ich habe immer sozusagen 4 Koordinaten dafür. Die ersten 2 Koordinaten oder das erste Koordinatenpaar sagt, wo fangen wir an mit dem Rechteck? Ja, das ist immer von links oben aus gemessen. Und das zweite ist einfach Breite und Höhe. Also sprich, wenn da steht 10, 10, 150, dann gehen wir vom linken oberen Eck, also die Canvas-Fläche wären sozusagen 640 mal 480 Pixel in diesem Browserfenster, die haben wir vorher angelegt. Und innerhalb diesem Canvas, der eh normal ganz links oben klebt, gehen wir 10 rüber, 10 runter, dann stehen wir quasi bei diesem blauen Rechteck links oben und dann, dieses wäre eben 100 breit und 50 hoch und dann zeichne ich das. Die Farbe, also sprich zur Füllung oder auch zur Outline, die definiere ich, so wie Sie es dann in den ersten 2 Zeilen sehen, mit dem sogenannten Fill-Style und oder auch Stroke-Style. Das ist einfach eine Eigenschaft, die ich setzen kann. Die kann ich auf ganz normale CSS-Farbe setzen. Und was Sie eben sehen, diese ganzen Geschichten, die jetzt da passieren, die passieren alle mit diesen CTX-Objekten, mit dieser Variable CTX, wo ich vorher diesen 2D-Zeichenkontext mir abgefragt habe. Und diesen Zeichenkontext setze ich jetzt einen Fill-Style, einen Stroke-Style und sage zum Beispiel Fill-Rect, Stroke-Rect. Also ich zeichne direkt in diesen Kontext rein. Diese Stile, die gelten einfach so lang, bis man wieder einen anderen setzt. Also ich setze jetzt quasi in der ersten Zeile, sage ich, gefüllt wird es blau und die Linien sind rot. Ja, und alles, was ich danach zeichne, wird immer blau gefüllt oder rot mit roter Outline gemacht. Ja, also deswegen würde ich dann nur 10-mal Fill Rect mit anderen Koordinaten aufrufen, kriege ich 10-mal ein blaues Rectangle. Und wenn ich eine andere Farbe möchte, dann muss ich vor dem Fill Rect Aufruf den Fill-Style, also den Fill-Style wieder anders setzen. Zum Beispiel ist ganz, ganz sequenziell einfach von oben nach unten abgearbeitet, kann ich da im Prinzip quasi zeichnen. Also das würde dann so ausschauen wie das. Das Stroke-Rect, also das Rechteck mit reiner Outline, ist quasi 50 rüber, 100 runter, da ist der linke obere Eckpunkt und dann 200 mal 200 Pixel groß. Und vielleicht haben, jetzt ist eh schon aus der Erklärung ein bisschen hervorgegangen, das Koordinaten, also der Ursprung des Koordinatensystems, des Canvas ist immer links oben. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass das Canvas-Element immer so wie da jetzt ganz links oben im Browserfenster liegen muss. Das ist jetzt nur der Fall natürlich, weil sonst nichts drinnen ist. Sonst das Canvas-Element sonst liegt wie jedes andere Element irgendwo im Dom, wo es ist halt im Quelltext da quasi einfügen. In dem Fall, wo außer dem Canvas-Element in der HTML-Seite nichts drinnen ist, schaut das dann in dem Fall einfach so aus. Okay, das ist jetzt eine Möglichkeit. Sie können aber auch komplexere Dinge machen, indem Sie mit Pfaden zeichnen. Das Pfade zeichnen, das ist ein bisschen so, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man mit einer Füllfeder irgendwo zeichnet, ja, wo man sich vorher die Dinge mit Bleistift vormalt. Also sprich, ich male mir das zuerst mit Bleistift vor und sage, zuerst setze ich da an und fahre dahin und dann dahin und dann dorthin und irgendwann dann sage ich mal so und jetzt zeichne ich es fix mit der Füllfeder oder dem Stift oder irgendwas rein. Dafür gibt es nämlich 2 Befehle. Es gibt im Prinzip Move-To und Line-To. Also Move-To ist, setze den Stift an eine bestimmte Position. Line-To ist, ziehe von dort, wo er gerade ist, zu einer anderen Position eine Linie. Und dann mit dem Befehl Stroke oder auch Fill zum Schluss kann ich es wieder, entweder kann ich diese Linie dann tatsächlich erst zeichnen oder auch irgendwas ausfüllen. Also was man da zum Beispiel sieht, der Stroke-Style wird auf blau gesetzt. Sprich, wir machen blaue Linien. Wir setzen unseren Stift, wenn Sie so wollen, ja, auf die Koordinaten 20, 50. Also wir gehen 20 rüber, ja, wir gehen 50 runter. Jetzt muss ich gerade schauen, wo ich angefangen habe. Ich glaube, da habe ich angefangen. Ja, und wir ziehen eine Linie
zu 40-20. Ja, das heißt, wir ziehen von 20-50, das ist bei diesem Pfeil, der quasi von der Spitze, der linke untere Punkt, ziehen wir eine Linie auf 40-20. Das heißt, es wird diese Linie gezogen. Ja. So, dann ziehen wir weiter, das ist die erste, das erste Line-To, dann kommt das zweite Line-To auf 60-50. Das heißt, der Stift steht da, jetzt auf 60-50 zieht er quasi diese Linie da hinunter. Ja, dann haben wir, wenn wir so wollen, das Dach halt gezeichnet oder auch noch nicht gezeichnet, mal vorgezeichnet. Und dann wird der Cursor wieder, oder das, unser Stift, wenn wir es so wollen, ja, wieder weggesetzt mit Move-To 40-20. Das heißt, wir setzen ihn wieder darauf auf die Spitze und machen jetzt ein Line-To auf 40-100, sprich da hinunter. So, dann haben wir das. Und mit ZX-Stroke mache ich sozusagen das Reinzeichnen. Das heißt, in der Zeile erst wird tatsächlich das gezeichnet. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt bin ich fertig, ja, jetzt habe ich meinen ersten Part fertig, dann kann ich einen neuen anfangen, kann also sagen, ZTX Begin Path, also mache jetzt einen neuen Pfad, weil sonst würde er beim alten irgendwo noch weiterzeichnen, das wollen wir ja nicht, und kann andere Methoden verwenden. Im Skriptum habe ich es ein bisschen ausführlicher beschrieben, da zum Beispiel eine Methode namens Arc, mit der man so Kreisbögen zeichnen kann. Ja. Also ich sage zum Beispiel an der Position 150, das wäre sozusagen der Mittelpunkt von unserem roten Kreis, mache ich einen Kreis mit Radius 20 von 0 Grad bis 2 mal Pi Grad. Ja, dann habe ich sozusagen einen Kreisbogen, der komplett geschlossen ist und mit ZTX Fill kann ihn ausfüllen. Ja, dann wird es ein roter Kreis. Und sonst hätte ich nur bis Matt Pi gezogen, dann wäre es ein Halbkreis geworden und so weiter. So im Detail will ich gar nicht auf das eingehen, ich soll Ihnen nur zeigen, wie das quasi ausschaut. Also ich könnte solche Dinge in dieser Canvas-Zeichenfläche direkt in JavaScript zeichnen on the fly und habe mehr oder weniger die Pixel gesetzt. Und was halt übrig bleibt, ist wirklich sozusagen die Zeichenfläche, wo einfach die Pixel mehr oder weniger anders eingefärbt sind, in dem Fall halt mit Pfaden dann. Okay, wird man wahrscheinlich eher selten brauchen, aber vielleicht manchmal gibt es einen Grund dazu. Was vielleicht schon ganz interessant ist, ich kann auch Text rendern. Ich kann, und Sie sehen wieder immer, wir sind immer noch in diesem ZTX-Objekt, also einmal den Kontext abfragen und dann mit diesem Kontext arbeiten. Ich kann diesem Kontext eine Font setzen, also es gibt eine Eigenschaft .font, ZTX.font, setze wieder eine ganz normale, wie man es auch kennt, CSS-Fontangabe und kann dann mit den Methoden Fill-Text oder Stroke-Text einen Text schreiben. Also ich kann zum Beispiel sagen, hallo HM1, an der Position 250. Das heißt, er geht 200 rüber, 50 runter, dann sind wir da beim, eigentlich da fängt es mit der Grundlinie an und er schreibt Hallo HM1. Dann kann ich zum Beispiel auch so Eigenschaften wie das Text allein ändern auf rechtsbündig und mit Stroke Text wieder bei 200 und 100 in dem Fall, also quasi da rechtsbündig Hallo HM1 mit Outlines schreiben und so weiter. Ja, also das heißt, das ist jetzt wirklich Pixeltext, sprich, das ist jetzt kein Text, der irgendwo im DOM erscheint, sondern in meiner Zeichenfläche habe ich einfach Text geschrieben. Zur Verfügung stehen mir wieder alle Fonts, die ich auch über CSS mehr oder weniger erreichen oder halt einbinden kann. Das wäre diese Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist auch, in diesem Canvas Bilder zu rendern und nicht nur zu rendern, sondern auch zu manipulieren. Ja, das ist vielleicht ganz spannend. Folgendes Beispiel, da sieht man, wie es nachher ausschaut. Ich habe im HTML zunächst ein normales Bild eingebunden mit einem Image-Tag. Das ist dieses da. Ja? Und der Canvas, der steht drunter. Dem Canvas habe ich da einen grauen Hintergrund gegeben, im Gegensatz zu den anderen, wo er immer weiß war, damit man einen Unterschied sieht. Also das ist sozusagen unser normal eingebundenes Bild. Das drunter da, das ist unser Canvas-Zeichenfläche. So, was ich nämlich herzeigen möchte, wie kann ich Bilder im Canvas zeichnen? Da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich ein Bild, das schon in meinem DOM, also irgendwo im HTML-Dokument gibt und ich zeichne das wieder in den Canvas rein oder ich lege mir ein ganz neues Bild an, das nirgendwo in meiner Webseite ist und zeichne das. Also beide Möglichkeiten gibt es, darum habe ich zuerst eins eingefügt. Ich kann nämlich zum Beispiel einfach sagen, in meiner JavaScript-Datei document.getElementById.image, weil ich habe diesem Bild die ID-Image gegeben und sage dann einfach, ZTX Draw Image, also sprich,
da habe ich mir zunächst das Bild abgefragt, das vorher schon im Dokument vorhanden war, und ich zeichne einfach genau dieses Bild jetzt nochmal in den Canvas rein, und zwar an der Position 2020. Das ist dann das Ding, was da rauskommt, das große HTML5-Logo zeichne ich noch einmal rein. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, ich kann auch komplett neue Bilder anlegen. Das haben wir bis jetzt in JavaScript, also das ist jetzt nicht nur eine Sache des Canvas, das ginge in JavaScript auch so. Wenn Sie mit JavaScript ein neues Bild anlegen wollen, können Sie entweder ein Image-Element erzeugen und dem dann das Source-Attribut dranhängen. Es gibt aber auch in JavaScript einen Image-Typen. Ja, das ist das, was wir da sehen. Mit dem Konstruktor New Image kann ich wirklich ein neues Bild anlegen, gibt dem das Attribut Source zum Beispiel, HTML5-Logo, das ist genau das, was man da sieht, oben. Ja. Und jetzt möchte ich dieses Bild dann auch in den Canvas zeichnen. Da ist nur ein kleiner Haken. Dieses Bild da, das wir vorher einfach mit DocumentGetElementID uns geholt haben, das war schon da. Das ist schon geladen, das ist schon im DOM vorhanden gewesen, darum haben wir es gleich zeichnen können. Wenn ich ein neues Bild anlege, dann muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil es braucht auch ein bisschen Zeit, dieses Objekt quasi, dieses Bild zu laden. Wenn ich da das Source-Attribut angebe, dann muss dieses Bild geladen werden. Das braucht ein paar Millisekunden, wenn überhaupt. Ja. Aber, wie gesagt, fürs Skript kann das schon zu langsam sein. Sprich, das Skript rennt weiter und das Bild ist aber noch nicht geladen und dann wird auf einmal nichts gezeichnet, weil das Laden halt und das Zeichnen zu schnell hintereinander gekommen sind. Das heißt, ich gebe meinem Bildobjekt, das ich da angelegt habe, zunächst einen Event-Händler on-load. Das heißt, erst wenn er fertig geladen hat, wenn dieses Load-Event, dass er das Bild geladen hat, wenn der passiert ist, dann soll er es erst in den Canvas zeichnen. Deswegen gibt es da dieses on-load mit einer anonymen Funktion und er macht dann wieder die Funktion draw-image. Und Sie sehen, draw-image hat in dem Fall verschiedene Ausprägungen. Die einfachste Variante ist die wir oben gesehen haben, ein Bild zu zeichnen an den Koordinaten, was weiß ich, 2020, aber ich kann dann noch zum Beispiel viel, viel mehr machen. Ich kann nämlich hergehen und kann das Bild auch gleich resizen oder nur Ausschnitte daraus zeichnen. Ja, alles mit dieser Draw-Image-Methode. Also das ist die komplexere Version von Draw-Image, die schaut so aus. In dem Fall zeichnen soll er jetzt dieses JS-Image, das wir in JavaScript angelegt haben. Und zwar gibt da jetzt zweimal vier Koordinaten. Die ersten vier sind für das Quellbild, die zweiten vier sind für das Zielbild sozusagen. Ja, weil da zeichne ich es einfach rein, aber mit dieser Methode möchte ich sozusagen das Bild vorm Zeichnen noch verändern. Das Quellbild ist sozusagen das da, also quasi das große HTML5-Bild. Und aus diesem Bild möchte ich mir jetzt einen Ausschnitt rausholen und das verkleinert zeichnen. Ja. Das heißt, ich fange in diesem großen HTML5-Bild, ja, an der Position 024 an, wenn wir es uns anschauen, das wäre ungefähr da bei dem Wappen, das haben wir halt ausgemessen vorher irgendwo, ja. Und ich möchte mit einer Breite und Höhe von 92 mal 104 Pixel da einen Ausschnitt entnehmen. Also sprich, in diesem HTML5-Bild fange ich links oben bei dem Wappen an und 92 mal 104 ist einfach quasi genau das Kastel um dieses Wappen mit dem Fünfer, sodass der Schriftzug HTML, der würde da rausfallen. Also ich mache mir quasi hier einen Rahmen rundherum, nur um dieses Fünferwappen. Zeichnen möchte ich es jetzt allerdings im Canvas, und zwar an der Position, das sind jetzt die zweiten vier Koordinaten, an der Position 150, 60, also 150 rüber, 60 runter. Und jetzt aber mit einer Breite und Höhe von nimmer 92 mal 104, sondern 46 mal 52, also genau die Hälfte quasi. Und dann kriege ich, wie man es da rechts daneben sieht, dieses verkleinerte Wappen. Also sprich, solche Dinge kann ich auch mit dem Canvas machen, aus Bildern Ausschnitte rausholen, vergrößern, verkleinern etc. Das ist vielleicht manchmal ganz praktisch. Ja, der Canvas selbst, das sind jetzt nur die ganz, ganz billigsten Zeichenmethoden. Wie gesagt, da könnte man eine ganze Vorlesung drüber abhalten. Der Canvas selbst ist eine Zeichenfläche. Das Spannende ist aber dann natürlich, wenn ich diese Zeichenfläche beginne zu animieren. Das werden wir uns jetzt nicht anschauen. Das ist dann was für das Wahlfach im vierten Semester oder auch einmal zum selber ausprobieren. Weil wenn ich ihn nämlich animiere, dann kann ich interaktive Dinge damit machen. Ja? Und da hätte ich ein paar Beispiele zur Verfügung, die ich vielleicht herzeigen kann. Eins zum Beispiel ist so ein animiertes Google-Logo. Das schaut dann zum Beispiel so aus. Okay. Das
Sekunde kurz. Das taugt ihm gerade gar nicht. Jetzt auch. So schaut das besser aus. Ein animiertes Google-Logo. Also da ist zum Beispiel ein HTML5-Canvas, der reagiert auf die Maus und macht irgendwie solche Dinge zum Beispiel mit dem Logo. Ja. Fancy. Also das ist das, was ich meine. Ja. Das heißt, was passiert da? Es wird sozusagen, immer wenn sich die Mausposition ändert, wird diese Mausposition abgefragt. Ja, und die Objekte, die in der Gegend sind, werden einfach nach einem bestimmten Algorithmus, ja, entsprechend halt transformiert, sodass sowas quasi passiert. Ja. Also ein Beispiel. Zweites Beispiel. Mhm, super. Link funktioniert wieder nur so, aber dann taugt ihm das überhaupt nicht mit der Größe. Sorry, da muss ich ein bisschen umschalten. Das ist tatsächlich Wolfenstein, ja. Das wird natürlich, das ist toll, wenn ich das live stream, dass ich da in der Vorlesung Wolfenstein spiele, ja. Aber, so, Sekunde. Ich glaube, ich habe gerade mein Browserfenster verloren. Da ist es. Okay. Zum 20. Jubiläum dieses Spiels, ja, ist zum Beispiel komplett in HTML5 dieses Game nachgebaut worden. Ja. Nicht komplett, ja, lieber easy, nicht komplett vollständig, ja, aber es ist irgendwie, also das ist jetzt eine reine Canvas-Demo, ja, wo ich, warum ich glaube, die Feinde fehlen. Ja, das ist das Einzige. Aber man kann zumindest da rumrennen, ja. Man kann auch, glaube ich, schießen. Ja. Ich habe nicht geschossen. Falls Sie das im Livestream sehen, ist ganz was anderes. Ja. Ich glaube, die Feinde fehlen. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, also das ist reines Canvas. Ja. Da sieht man schon Wolfenstein 3D. Ah, das gibt sogar Feinde. Hilfe, Hilfe. es gibt sogar Feinde, wollte ich sagen. Aber Wolfenstein 3D war in seinem Original auch 2D, so, ich mache das wieder zu, bevor es peinlich wird, war in seinem Original auch 2D und das, was Sie da sehen, sind reine 2D-Grafiken. Das Rumnavigieren etc., da steckt also schon relativ viel dahinter. Oder eine andere Möglichkeit, ich sage es ein bisschen clumsy, muss man die Links nächstes Mal anders hin tun, ist zum Beispiel diese Geschichte da. Ja, so, Sekunde. Funktioniert halt wahnsinnig toll mit dem Umschalten zwischen den verschiedenen Seiten. Verzeihung. So, Ambilight, das war's. Sie kennen vielleicht, ohne Werbung machen zu wollen, von Fernsehern der Marke Philips, diese Ambilight-Technologie, wo hinten am LED- oder LCD-Fernseher LED-Leisten angebracht sind und quasi, wenn irgendein Bild da drinnen wiedergegeben wird, dann leuchten die in den quasi Farben, die dieses Bild hat, um somit ein bisschen quasi größere Tiefenwirkung zu erzielen. Da hat jemand genau sowas nachgebastelt, ein bisschen übertrieben dargestellt, ja, aber was passiert da? Das ist ein HTML5-Video, da kommen wir noch dazu und Sie sehen quasi da außen herum um das Video wird dieser Ambilight-Effekt versucht nachzumachen. Also sprich, es wird immer geschaut, was haben wir sozusagen in den wahrscheinlich Randbereichen des Videos für Farben und diese Farbinformationen werden dann quasi in den umgebenden Canvas gezeichnet, um so diesen Ambilight-Effekt da ein bisschen zu demonstrieren. Ja. Also das ist da die Idee dahinter. Ja. So, auch da passieren ganz spannende Geschichten. Oder, jetzt suche ich mir das gleich aus. Genau, das ist die dritte Geschichte, da brauche ich nicht so mühsam umschalten. Das nennt sich Close Pixelate. Das ist zum Beispiel eine Library, die auch mit dem Canvas gemacht worden ist. Da gibt es so ein Ding namens The Pixelator, mit dem kann man ein bisschen rumexperimentieren, wo ich Bilder in einer Library verpixeln kann. Man hat es eh schon ein bisschen gesehen, da war jetzt ein Bild von diesem Pelikan da und ich kann über irgendwelche Optionen, kann ich verschiedenste Parameter verstellen, um so eine Pixelierung da irgendwie zu erzeugen. Ja, alles on the fly, Square, Diamond und so weiter. Ich kann mehrere Layer einschalten, ja, dass das halt im Prinzip so ausschaut, so ein bisschen groß pixeliert, ja, und so weiter. Also das nur so zum Demonstrieren. Auch das ist Canvas. Sprich, da wird ein Bild reingeladen, dann gibt es diesen Filter,
der da drüber gelegt wird. Und heute, sozusagen, sobald ich da irgendwelche Einstellungen verändere, wird der Filter auf das Bild angewendet und das veränderte Bild wird wieder im Canvas gezeichnet. Also so, solche Dinge kann ich halt normal im Photoshop machen. So kann ich im Browser zum Beispiel solche ganz simplen Bildbearbeitungsgeschichten zum Beispiel anbieten. Ja. Und nachdem der Canvas eine Bitmap-Zeichenfläche ist, kann ich ja jederzeit sagen, speichern wir das zum Beispiel als PNG oder so irgendwas raus. Ja. Also das sind ein paar Beispiele für den Canvas, was man da alles machen kann. Sicherlich nicht alles, aber vielleicht eine ganz nette Demonstration, ja, was alles möglich ist. Aber wie gesagt, das sprengt ein bisschen unseren Rahmen. Dann möchte man nämlich auch noch ein paar andere Dinge anschauen, damit Sie von allem ein bisschen einen Überblick bekommen. Das nächste ist Video. Ja, Video im Browser ist ein Thema, das, glaube ich, spätestens seit YouTube gibt, irgendwie jeden betrifft. Die große Krux dabei war halt seit sehr langem, ist es bis zu einem gewissen Grad eh auch immer noch, ja, dass wir immer Plugins gebraucht haben. Ja, Adobe Flash. Heutzutage für sehr, sehr wenige Dinge in Verwendung, aber Video ist ein Großteil einfach nur davon, weil sehr viele solche Browser-Videos immer noch auf Flash basieren. Das ist schön und gut, war auch nie ein Riesenproblem, bis irgendwann dann mal das iPhone, iPad etc. alles dahergekommen ist und Apple halt beschlossen hat, Flash gibt es bei uns nicht auf dem Device. Ja. Da spätestens war das dann problematisch. Ja. Die Abhilfe davon kann Video im Browser schaffen, das ist das HTML5-Video-Element und mit dem ist es möglich, Videos im Browser direkt ohne Plugin, ohne installiertes Plugin abzuspielen. Das hört sich total nach Heaven irgendwie an, so alles ist total easy und wir machen jetzt einfach Video im Browser und toll. Die Realität zeigt leider, dass es nicht ganz so easy ist, wobei es wird immer besser. Warum ist es nicht ganz so easy? Der Punkt ist deswegen, kontrastlos nach, das Problem ist nämlich deswegen, es gibt nicht das eine Videoformat. Ja, das ist Ihnen wahrscheinlich eh klar, das brauche ich Ihnen nicht sagen. Und genau das ist die Thematik. Es gibt einfach mehrere Formate und jeder Browserhersteller, muss man schon bald sagen, hat einen anderen Personal Favorite, wenn man vielleicht das so nennen kann. Dazu vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, ist was dann eigentlich für DMT2 und so weiter. Wenn Sie von einem Videoformat sprechen, ja, wie zum Beispiel MP4, kennt man wahrscheinlich, ja, würde man Serien downloaden, raubkopiert, dann ist das meiste in MP4. Würde man, ja. MP4 ist jetzt aber eigentlich kein Videoformat, wenn man so will, sondern eigentlich streng genommen nur ein Containerformat. Sprich, wenn irgendwas die Endung MP4 hat für MP4, dann ist das ein sogenannter Container, also sprich sozusagen die Hülle. Und da drinnen in dieser Hülle stecken eigentlich immer zwei Dinge. Ein Videostream und ein Audiostream in der Regel. Ja, es sei denn, Sie haben Stummfilm, dann gibt es halt nur Video. Ja. Aber im Prinzip diese zwei Dinge stecken da drinnen. Es können auch mehrere Audiostreams sein, wenn Sie vielleicht mehrere Sprachen haben, die man umschalten kann und. Ja. Aber der Container sozusagen beherbergt es. Da ist jetzt der große Unterschied. Ja. Ein Container kann einfach verschiedene Inhalte haben. Nur weil Sie ein MP4 haben, wissen Sie eigentlich in der Regel nicht, was da drinnen steckt für Video und Audio. Für Video und Audio, um das sozusagen da drinnen zu verpacken, brauchen wir die sogenannten Codecs. Ja, für das Codieren und Dekodieren, das steckt da in dem Wort drinnen. In einem MP4-File findet man zum Beispiel sehr weit verbreitet den sogenannten H264-Video-Codec. Und zum Beispiel ein MP3-Audio-Codec, wobei das eigentlich schon gar nicht mehr stimmt. Das müsst ihr eigentlich sogar live umeditieren. Es gibt beides. Es gibt nämlich sogar MP3 und den sogenannten AAC-Audio-Codec. So, das stimmt eigentlich besser. Das ist mittlerweile eigentlich fast verbreiteter. Ja. Also sprich, wir haben in diesem Containerformat diese Kombination drinnen. Wir haben aber auch andere Containerformate. Also MP4 ist sehr bekannt, hat aber den großen Nachteil, dass zum Beispiel ein H264-Codec lizenzbehaftet ist. Sprich, wenn den ein Browserhersteller verwenden will, dann muss er Geld zahlen. Das ist für Browser wie zum Beispiel Firefox, die rein Open-Source-Geschichten sind, ein ziemliches No-Go in den meisten Fällen oder war es sehr, sehr lange. Es weicht schon ein bisschen auf. Ja. Drum haben die lange Zeit eigene Codec-Formate favorisiert, darunter zum Beispiel das OGG-Format, da heißt der Container OGG und drinnen steckt der sogenannte Theora Video Codec und der Vorbis Audio Codec. Ja. Und
Google, die sowieso immer alles selber machen, haben dann gesagt, na, wir machen gleich noch was Eigenes und haben das, den sogenannten WebM für Web Movie Container erfunden, wo das VP8-Video und das sogenannte Vorbis Audio drin stecken. Ja, also das Vorbis ist das gleiche, aber der Videocodec ist ein eigener von Google. Da gibt es mittlerweile schon den Nachfolger VP9 und so weiter. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Sie sehen, es gibt drei Formate, die alle halbwegs prominent vertreten sind. Und da unten habe ich eine Matrix, die ein bisschen zugegeben schlecht lesbar ist, weil irgendwie ist das, hat sich das auf weiß geändert, obwohl das eigentlich schwarz sein sollte. Ich mache halt ein bisschen live editieren in der Vorlesung, bitte nicht irgendwie stören lassen. Ja. So, jetzt ist es besser lesbar. Diese Geschichten verdeutlichen sehr, wo es momentan noch hakt. Nämlich wir haben diese drei Formate und jeder Browser kann irgendwas anders. Also ein Internet Explorer kann zum Beispiel kein OGG wiedergeben, kann MP4, aber kein WebM. Ja. Okay, ein Firefox kann OGG, kann WebM. Und mittlerweile teilweise MP4 ab Version 21 geht's, ja, vom Firefox. Die früheren können es noch nicht. Also der ist mittlerweile fast komplett. Safari kann nur MP4. Chrome, der einzige Browser, der alle drei Formate abspielt und Opera mittlerweile auch, weil sie auf der gleichen Plattform sind. Ja. Im iOS geht wieder nur MP4, Android geht MP4 und WebM und so weiter. Ja. Sprich, da sieht man relativ deutlich, wenn man nicht gerade einen Chrome verwendet, dann hat man immer irgendwo das Problem, dass irgendwas nicht gehen könnte, ja, von den Videos. Jetzt ist die Frage, wenn das so ist, wie binde ich mein Video denn dann ein? Ja, wie codiere ich es, in welchem Format speichere ich es ab, dass es überall funktioniert? Jetzt habe ich eine Möglichkeit, ich kann einfach das HTML5-Video-Element nehmen, ja, kann im Source-Attribut ein Video, zum Beispiel in der Erweiterung WebM, angeben, ja, mit einer Breite und Höhe, ja, und wieder so ein Fallback-Text, falls das Video nicht unterstützt wird, ja, und super. Ja, dann gibt es das WebM-Video und das wird dann angezeigt und abgespült. Und wenn ich WebM habe, dann habe ich halt im Internet Explorer Pech gehabt, im Safari Pech gehabt und unter iOS Pech gehabt. Ja. Die werden zwar das Video-Element sehen, aber dann wird halt irgendeine Meldung kommen, dass kein Codec oder irgendwas installiert ist. Internet Explorer kann WebM abspülen, glaube ich, wenn es manuell installiert ist oder so unter Windows, aber ist ein bisschen dubios. Also sprich, das kann ich machen, ganz ignorant sein. Ich kann mit dem Attribut Controls, kann ich übrigens angeben, dass der Browser automatisch so Play-Button, diesen Slider und so weiter anzeigt. Ja. Oder, und wenn ich will, dann mache ich es gescheit, ja, und gib gleich alle drei Formate an, weil dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Dann muss das so ausschauen. Ja. Ich habe ein Video-Element. So, Source-Attribut kann ich leider nicht mehrmals verwenden. Das heißt, es muss ein bisschen anders funktionieren. Ich habe ein Video-Element mit 640x264 Pixel und den Controls. Und jetzt baue ich da innerhalb drei sogenannte Source-Elemente ein. Und jedes Source-Element hat wiederum ein SAC-Attribut, wo das entsprechende Video dabei ist. Ja, also mit MP4, mit WebM und mit dem OGG oder OGV, ja, mit Angaben über den Typ Video MP4, Video WebM und die Codecs, die verwendet worden sind, die kann man alle noch angeben. Ja. Und dann habe ich ein Video, das in jedem Browser funktioniert. Aber was heißt das? Ich muss das Video in drei verschiedene Formate konvertieren. Ich muss die alle auf meinen Webserver legen. Ja. Und muss die alle bereitstellen. Für ein Video ist das nur wurscht, aber für YouTube wird das spannend. Ja, Frage. Das ist eine super Geschichte von PowerPoint. Wenn man nämlich Enter drückt, dann kommt wieder die Auto-Completion und klappt die Anführungszeichen nach unten und das habe ich offensichtlich übersehen. Also die sollten ganz normale Anführungszeichen oben sein. Bitte da nicht irritieren lassen. Ja. Ja, wenn Sie die meinen, bei dem Typ, die einfachen Anführungszeichen, das ist wieder eine Geschichte, weil wir haben nämlich für das Type-Attribut einfache Anführungszeichen, wo drinnen doppelte vorkommen, darum muss ich beide mischen. Aber die umgeklappten da oben und da, das hat man leider PowerPoint an Streich gespielt beim Copy-Pasten und ich habe es nicht bemerkt. Gut, ich habe ja jetzt nichts gesagt, sondern gedacht, das merkt keiner, aber leider. Okay, vielleicht ganz kurz zum Herzagen, das schaut dann auch so aus, ja. Das wäre sozusagen ein Video, wo alle drei drinnen sind. Ich spüle das jetzt mal ab, ja. Das ist, wie gesagt, nicht aufs Video achten, das ist irgendein Clip von Disney für irgendeine Geschichte.
Da ist sozusagen im Hintergrund, wenn wir uns vielleicht den Quelltext anschauen, da sind im Hintergrund alle drei eingebunden. Und was macht der Browser? Der Browser geht einfach alle durch und nimmt das Erste, das er abspielen kann. Ich habe da einen Chrome, also hat der jetzt das MP4 abgespielt. Hätte der Browser kein MP4 können, hätte er geschaut, ob er hätte das WebM genommen, wenn er das auch nicht kann, hätte er das OGV genommen und erst dann, wenn er gar nichts können hätte, weil er uralt ist und gar nicht mit dem umgehen kann vielleicht, dann wäre gar nichts gegangen. Aber sozusagen, das ist mehr oder weniger die Idee da dahinter, dass man einfach mehrere Versionen angibt. Für den User, die Userin, ist kein Unterschied sichtbar. Man sieht einfach ein Video, that's it. Ja? Und das ist das Gute dran. Natürlich für den Webseitenautor oder die Autorin ist das schon eine mühsame Geschichte und es ist ein riesen Platzproblem. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob und wie sich diese Thematik lösen wird. Also man hat ja eh schon gesehen, es ist ein bisschen besser geworden. MP4 ist so die Geschichte, die eigentlich mittlerweile überall geht. Auf den neueren Firefox mittlerweile auch. Also ist wahrscheinlich das Format, wo man sagt, mit dem fahre ich am sichersten. Aber wie gesagt, ich weiß nie, welche Browser und so weiter und so fort. Und das ist auch nur übrigens die Statistik oder mehr oder weniger die Tabelle für die aktuellen Versionen. Quasi für heute schaut es wieder ganz anders aus. Das ist halt ein bisschen so die Geschichte, mit der man da kämpft. Sie haben vielleicht eh gesehen, bei dem Video waren diese Controls dabei, also sprich Playbutton, Zeitslider und so weiter. Ich kann solche Controls zum Beispiel auch selber schreiben. Das ist das, wo ich gemeint habe, JavaScript kann da oder hat da eine sehr gewichtige Rolle, weil bei dem Videoelement war bis jetzt alles nur in HTML, aber um wieder eben sozusagen auf JavaScript zurückzukehren, ich kann jetzt mit JavaScript dieses Video steuern. Und das ist ja eigentlich das Spannende, ich kann mir selber Controls machen. Ich mache mir in meiner HTML-Datei ein Video-Element, ja, wo ich das Video einbinde, mit diesen drei Versionen von mir aus. Ja. Und ich mache mir Buttons. Ich habe das jetzt nur mit dem Play-Button mal da. Ich habe da noch ein Plus-Minus für Lautstärke, lauter und leiser, aber der Code ist jetzt nur für den Play-Button. Das heißt, ich mache mir einen ganz hässlichen Button mit der ID Play und schreibe Play hinein. So, das ist mein HTML-Code. Das ist wieder Button-Type-Button, der nichts tut. Ja. In meiner JavaScript-Datei muss ich jetzt diesen Button sozusagen so umkonfigurieren, dass er beim Klicken des Videos startet, beziehungsweise wenn er nochmal draufklickt, dass es passiert. Also was mache ich? Ich hole mir zunächst das Video. Variable Vid ist DocumentGetElementById, das, weil ich dem Video die ID Vid gegeben habe. Und dasselbe mache ich mit dem Button, DocumentGetElementById Play, weil da der Play-Button die ID Play bekommen hat. Aber ich brauche die beiden Dinge. Ich will einerseits das Video steuern, andererseits brauche ich natürlich den Button. So, was tue ich? Wenn ich auf den Button klicke, auf den Play-Button, dann soll was passieren. Also lege ich auf den Button, auf dieses BTN, auf die BTN-Variable einen Klickhändler. BTN.onClick, das heißt beim Klick drauf tut sich was und zwar wird diese anonyme Funktion aufgerufen. So, und was soll jetzt passieren? Wenn das Video pausiert ist, dann soll es abspülen und wenn es spült, dann soll es pausiert werden. Das heißt, ich muss zunächst den Status vom Video abfragen. If vid.paused. Das heißt, dieses Videoobjekt, das ich da abfrage, hat gleich so Eigenschaften wie paused zum Beispiel. Ja. Also wenn es pausiert ist, was mache ich? Vid.play, dann spiele es ab. Und else quasi im anderen Fall vid.pause. Also wenn es quasi gerade spielt, dann pausiere es. Und was mache ich noch? Ich ändere beim Klicken dann natürlich den Text am Button, weil jetzt steht Play oben. Also hätte ich gerne, wenn es spielt und dann soll natürlich am Button Pause oben stehen. Das heißt, mit Button.textContent ist Pause, ändere ich den Text zum Button und da unten setze ich ihn auf Play. Also sprich sozusagen, ich mache einfach zweimal genau das Umgekehrte und kann sozusagen dann das herzeigen. Also da sieht man das Video mit den Standard-Controls nochmal übrigens. Das sind die, die der Browser mit diesem Controls-Objekt zur Verfügung stellt. Und jetzt zeige ich gleich meine dilettantischen Controls her. Da ist mein Play-Button, ja, aber er macht immerhin das Richtige. Das heißt, wenn ich Play drücke, Sie sehen, jetzt steht Pause und wenn ich wieder draufklicke, steht wieder Play und so weiter. Und mit Plus, Minus habe ich das Gleiche mit der Lautstärke implementiert. Also ich könnte auch die Lautstärke, das ist so in Zehntelschritten zwischen 0 und 1 ist das ein Wert, kann ich die Lautstärke verändern. Und so weiter, ja. Also das heißt, wenn ich möchte, brauche ich gar keine, also da sind jetzt diese vordefinierten Controls gar nicht drinnen, die brauche ich gar nicht, die kann ich mir selber steuern. Ja. Und das ist natürlich ganz nett, weil vielleicht für irgendwelche interaktiven Applikationen ist das cool. Da binde ich das Video ein,
aber ich mache es nicht ganz bochen, sage ich mal, indem ich da so einen Play-Button hinsetze, sondern vielleicht durch irgendwas in meinem Game oder in meiner Webseite wird plötzlich im JavaScript getriggert, dass das Video abspielt. Ja, wenn der User mit der Maus da hinfährt, spielt er Video, wenn er mit der Maus wieder weg ist, nee, oder wenn er in seinem Spiel irgendwo hingesprungen ist, ins Ziel gekommen ist, wird ein Video abgespielt und so weiter. Also das ist das Nette eigentlich, dass ich sozusagen programmatisch die Videos steuern kann und das ist sicherlich ein großer Vorteil bei der ganzen Sache. Okay. Ja, wir sind heute ein bisschen die Zeit davon. Ich glaube, wir werden ein bisschen früher aufhören, dafür machen wir halt durch. Das waren die Videos. Ja, das ist noch eine Frage. Ich bin jetzt nicht, was die Videos betrifft bei YouTube, ich bin jetzt nicht voll über die Hintergrunddetails informiert. Soweit ich weiß, soweit ich vermute, dürfte YouTube auf jeden Fall in alle drei konvertieren. Ich weiß momentan nicht, wie der Status bei YouTube ist, ob alle Videos schon auf HTML5 verfügbar sind. Ich weiß, es gab mal, ich habe allerdings, muss ich zugestehen, schon länger nicht mehr nachgeschaut, man hat in seine YouTube-Settings einstellen können, dass man gerne die Videos als HTML5 wiedergegeben bekommt. Das heißt, dann hat er nicht Flash hergenommen, sondern hat es in HTML5 wiedergegeben. Allerdings war die Einschränkung da sehr lange Zeit, dass halt nicht alle Videos verfügbar waren. Da hast du dann immer die Meldung gekriegt, sorry, das Video gibt es noch nicht in HTML5, du musst das in Flash anschauen. Ja. Ich vermute schon, dass YouTube hergeht und das in alle drei Formate konvertiert. Vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr so ein Thema, aber man hat es eh gesehen. Ich bin je nach Browser immer ein bisschen abhängig. Also ich vermute schon, dass da im Hintergrund die dreifache Datenmenge einfach erzeugt wird. Ja. Schwer zum Sagen. Also es kann sein, dass vielleicht mittlerweile MP4 als Standardformat sich langsam durchsetzt, so wie es, wenn man so die Browserunterstützung anschaut, ist es sticht sehr hervor. Auf der anderen Seite, WebM ist Googles eigenes Containerformat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Google seine Videos nicht als WebM kodiert, wenn sie schon selber das gemacht haben. Ob es dann als OGA zur Verfügung steht, da muss ich ehrlich gesagt nachlesen. Ja. Aber also ich vermute, mindestens zwei sind es auf jeden Fall, wenn nicht sogar alle drei. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, Storage Space war bei Google noch nie das Problem. Und auch die Processing Power zum Verarbeiten der Videos. Aber also ich vermute schon, dass alle drei zum Zug kommen. Wann und wie YouTube quasi dann hergeht und Flash komplett über Bord wirft und alles über HTML5 macht, ich wage es nicht zu sagen. Ja, da weiß auch nicht, ob es da irgendein Roadmap oder sowas gibt. Schwer zu fragen. Aber müssten wir schauen. Also wie gesagt, wir können uns eventuell in der Übung nachschauen. Ich glaube, es gibt in den eigenen YouTube-Settings die Option, dass man HTML5 aktiviert. Ich habe das eine Zeit lang einmal gehabt, aber irgendwann ist dann mühsam, wenn die Hälfte Videos nicht gehen, dann dreht man es wieder ab. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich immer noch. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es auch Infos, was sie genau im Hintergrund damit machen. Okay, gut, das war Video. Ja, Geolocation. Spannendes Feature. Es geht einfach darum, abzufragen, wo in der Welt, ganz plakativ gesagt, die Benutzerin oder der Benutzer sitzt, der eben gerade die Webseite betrachtet. Ja, und die Position dabei dann für irgendwas zu verwenden. Also sei es, ich möchte eine Landkarte anzeigen und ich möchte sie auf den Punkt zentrieren, wo die Person gerade sitzt. Oder ich möchte, was weiß ich was, in einer Fotogalerie Bilder anzeigen, die in der Nähe der Person aufgenommen worden sind. Oder was weiß ich was. Ja. Ich möchte einfach, ich habe einen Kartendienst und möchte einfach nur die Position des Benutzers immer mittracken, wo er gerade rumgeht oder so irgendwas. Ja. Das sind alles solche Anwendungsfälle für Geolocation, also die Möglichkeit, die Position mit dem Browser zu bestimmen. Da vielleicht ein paar Worte dazu. Vom Handy, glaube ich, kennt eh jeder. GPS-Chip im Handy ermöglicht eine sehr, sehr genaue Ortung auf mehrere Meter genau im Freien, sagen wir mal so, ja, je nach Gerät und je nach Position. Es ist allerdings weit nicht die einzige Lokalisierungsmethode, weil, wie gesagt, sonst wäre das ziemlich schwierig, wenn ich vor meinem Desktop-Rechner sitze. Wie weiß der Browser, wo ich bin? In der Regel habe ich da keinen GPS-Chip irgendwo angeschlossen oder eingebaut oder irgendwas, der mal die Position erkennt. Und dann sitze ich ja noch in einem Gebäude, wo das in der Regel sowieso nicht gut geht. Das heißt, da gibt es einen Haufen andere Mechanismen, die da im Hintergrund werkeln. Ein so ein Mechanismus, die Position zu bestimmen, ist zum Beispiel die eigene IP-Adresse. Ja, der Browser
der Provider, der hat Informationen, wo welche IP-Adressen sind. Wobei das mitunter sehr ungenau ist, weil es in der Regel nicht die Location des Users ist, sondern die Location des Providers. Also so sieht man zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich da in Hagenberg sitze und bei der A1 einen ADSL-Anschluss habe, dann kommt da oft mitunter mal Linz raus. Oder wenn ich Pech habe, steht Wien, ja, weil die IP-Adresse irgendwie mit irgendeinem Telekom sozusagen Netzwerkzentrum oder irgendwas verknüpft ist. Das ist also nicht wirklich akkurat, aber ist zum Beispiel schon mal eine grobe Möglichkeit. Aber da passiert auch noch viel, viel mehr. Also mitunter, wenn Sie zum Beispiel mobil unterwegs sind, ist das auch eine nette Ortungsmöglichkeit über WLAN. Ja, Google und auch andere Dienste sind aktiv damit beschäftigt, WLAN, WLANs, die man zumindest öffentlich sieht, also wo die WLAN-SSID sichtbar ist, zu erfassen und mit einer Location zu versehen. Und wenn Sie zu Hause im eigenen WLAN sind, dann weiß man nach einiger Zeit, es dauert gar nicht einmal so lang, also ich habe das beobachtet, wie ich 2012 umgezogen bin, das geht relativ flott, bis nur allein dadurch, dass ich in meinem WLAN bin, dass ich ziemlich genau auf My Location gepinpointet wäre. Weil irgendwann, dieses WLAN ist natürlich öffentlich, die SSID ist öffentlich sichtbar und die Location wird damit verknüpft in einer Datenbank und dann weiß man, wenn jemand in dem WLAN ist oder auch nur dieses WLAN sieht, dann muss er irgendwo in der Gegend sein. Ja. Das ist auch eine sehr, sehr gute Methode, damit zu arbeiten. Andere Möglichkeiten sind natürlich, wenn ich mobil unterwegs bin, die sogenannten Cell Towers, also sprich die Funktürme für mein GPS-Signal, für mein GSM-Signal, ja, wo ich quasi drei Türme habe und mit Triangulation schon ganz gut herausfinden kann. Also Sie sehen schon, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man eine Position bestimmen kann. Jetzt ist es natürlich für uns als User oder Userinnen relativ uninteressant, sage ich, wenn wir das alles selber irgendwie triggern müssten. Ja. Gott sei Dank setzt diese Geolocation da auf einem höheren Level an. Also da wir sagen einfach, gib mir eine Position, wie das im Hintergrund dann passiert, ist nicht mehr unser Bier. Ja. Aber ich wollte nur sagen, da kommen dann verschiedenste Mechanismen zum Zug und wir als Entwicklerinnen und Entwickler kriegen zum Schluss halt einfach eine GPS-Koordinate raus. Ja. Aber wie die zustande gekommen ist, wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. So, wie tun wir da jetzt? Eigentlich ist es nur ein Aufruf, ja, und zwar im Navigator-Objekt, ja, das ist eins dieser Objekte, die in JavaScript standardmäßig vorhanden sind, so wie Window und Document, gibt es auch das Navigator-Objekt, das eben über den aktuellen Browser mehr oder weniger Auskunft gibt. Ja. Gibt es eine Eigenschaft bzw. wieder ein Unterobjekt namens Geolocation und das hat die Funktion getCurrentPosition und die rufe ich auf. Mehr muss ich eigentlich nicht tun. Diese getCurrentPosition, da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, die liefert nicht mit Return einfach was retour, sondern das ist eine Funktion, die eine sogenannte Callback-Funktion als Parameter erwartet. Also sprich, wenn ich getCurrentPosition aufrufe, ja, ich sage Navigator Geolocation getCurrentPosition, dann muss ich da in der Klammer den Namen einer Funktion angeben. Und die wird dann aufgerufen und in dieser Funktion verarbeite ich sozusagen das Ergebnis. Also da ist das Beispiel, ich rufe Navigator Geolocation getCurrentPosition auf und schreibe rein ShowMap. Und was muss ich dann machen? Ich muss irgendwo eine Funktion namens ShowMap anlegen und in dieser Funktion ShowMap bekomme ich dann die Position als Parameter übergeben. Das heißt, ich schreibe mir dann wirklich eine Funktion ShowMap und schreibe mir einen Parameter rein namens Position. Er muss nicht Position heißen, aber es ist ein bisschen eine sprechende Bezeichnung. Und da drinnen, das ist ein Objekt, da stecken dann die Positionskoordinaten drinnen und die kann ich dann verwenden. Also man sieht, ich rufe diese Zeile so auf und sobald mein Browser die Position erfasst hat und bestimmen hat können, wird diese Funktion ShowMap aufgerufen mit dem Parameter Position und da steht die Position dann drinnen. Und aus diesem Position-Objekt kann ich sie mir dann rausholen. Da gibt es dann position.coords.latitude, da ist eben der Längengrad drinnen, position.coords longitude, der Breitengrad und da ist der Längengrad drinnen, kann ich die zwei GPS-Koordinatenpaare mehr oder weniger abfragen. In dem Position-Objekt steht noch ein Haufen anderes Zeug auch drinnen, aber
Das sind die zwei Möglichkeiten. Ja, und dann kann ich zum Beispiel hergehen, eine Karte anzeigen oder was auch immer ich tun möchte. Ja. Das Wichtige ist nur, das ist dieser lustige sogenannte Callback-Mechanismus, über das werden Sie sicherlich im Laufe Ihres Studiums des Öfteren noch was hören. Also sprich, ich rufe eine Funktion auf und die liefert nicht einfach irgendeinen Wert das Ergebnis zurück, sondern ruft eine andere Funktion auf und da wird erst das Ergebnis mitgegeben und auch gleichzeitig dient die Funktion dazu, das Ergebnis zu verarbeiten. Okay, so kann das ausschauen. Vielleicht ein kurzes Beispiel, das bitte ist kein Teil der Klausur oder irgendwas und muss auch jetzt, Sie müssen das nicht in der Vollständigkeit verstehen, weil das ist jetzt im Prinzip schon, also sagen wir so, da haben wir, das ist jetzt ein Beispiel mit der Google Maps API, wie man ganz, ganz simpel und schnell eine Karte anzeigt. Ja. Da sind schon ein paar Sachen dabei, zum Beispiel, wie man die Settings bzw. Options beschreibt, die man eigentlich erst nächstes Semester anschauen. Aber ich zeige es Ihnen trotzdem für die, die es interessiert und sonst bitte einfach anschauen, was da so grob passiert und vielleicht wird es nächstes Jahr dann sonst ein bisschen klarer, wenn es jetzt nicht ist. Aber vielleicht ist es ja kein Problem, dann ist es natürlich umso besser. Die Google Maps API ermöglicht nämlich, dass ich nonah mit Google Maps eine Karte anzeige. Wie mache ich das? Ich muss die Google Maps API einbinden. Das ist diese URL da. Sensor is false, sagt übrigens, wenn ich keinen GPS-Sensor oder sowas hätte, kann man das angeben, also vielleicht für Desktop-Rechner oder so. In dem Fall würde ich es vielleicht so anbieten, wenn ich das eher weiß. Und, also das heißt, ich muss dieses Skript einbinden und ich brauche irgendwo ein Element in meinem Dombaum sozusagen, wo dann die Karte reinkommt. Dann nehme ich dieses Div, dem gebe ich die ID Map Canvas oder wie auch immer ich es dann nennen möchte. Das ist einfach leer. Da wird dann mit JavaScript die Karte eingefüllt. Ja, so schaut das im HTML aus. Die zwei Dinge brauche ich. Und in meiner JavaScript-Datei muss ich zuerst die Karte initialisieren und dann anzeigen. Wie initialisiere ich sie? Ich habe quasi, und bei Window on Load rufe ich die Initialize-Funktion auf, die habe ich so genannt, müssen Sie nicht so nennen, aber es ist eine Funktion, die sich um das Initialisieren der Karte kümmert. Zunächst lege ich Optionen für die Karte fest, also was für eine initiale Zoomstufe soll das zum Beispiel haben, was für Karten ist. Ist es jetzt die Straßenkarte von Google Maps, ist es die Luftbildkarte oder ist was auch immer. Ja, da kann ich verschiedene Typen einstellen, was ich jetzt sehen möchte. Ich habe da jetzt zum Beispiel eingestellt, dass der Zoom-Faktor 8 ist. Das ist so, naja, man sieht Hagenberg ganz gut ungefähr und ein bisschen mehr noch davon, wenn man es so will. Und der Typ der Karte ist eben die Roadmap, also die normale Straßenkarte. Ja, wie diese Typen heißen, das muss man alles nachschauen in der Google Maps API-Doku. Also da bitte nicht schrecken, sowas muss man nicht auswendig wissen. Und ich könnte bei diesen Optionen noch ganz, ganz viele Geschichten einstellen. Zum Beispiel eben, worauf soll die Karte standardmäßig zentriert sein und so weiter und so fort. Da kann man ganz, ganz viel einstellen. Dieses Options ist übrigens ein sogenanntes JSON-Objekt. Das werden wir uns im zweiten Semester dann anschauen. Ja, aber im Prinzip immer so mit Wert doppel, also quasi Option Doppelpunkt Wert, Beistrich Option Doppelpunkt Wert, solche Paare werden da immer zusammengefasst. So, das heißt, ich habe eine Variable myOptions, da lege ich die Optionen der Karte fest. Dann lege ich mir eine neue Karte an. Also ich mache ein neues Google Maps Map-Objekt, ja, und diesem Objekt muss ich mitgeben, wo soll er die Karten anzeigen, und zwar in DocumentGetElement bei die Map Canvas. Das heißt, da gebe ich ihm das DOM-Objekt, sprich das Div da von oben, gebe ihm mit, das sagt, da bitte zeichnest die Karten ein, und ich gebe ihm die Optionen mit, damit er gleich dann weiß, was für Zoom-Faktor und so weiter und so fort. Ja. So, und jetzt möchte ich eben diese Karte, die da angezeigt wird, möchte jetzt auf die aktuelle Position zentrieren. Und da kommt jetzt die Geolocation ins Spiel. Das heißt, ich frage die aktuelle Position ab. Ich rufe auf Navigate the Geolocation Get Current Position und Sie haben gesehen, vorher, vielleicht gehen wir noch zurück, habe ich eine eigene Funktion als Callback geschrieben, die hat ShowMap geheißen. Da mache ich es sogar noch kürzer, ich mache eine anonyme Funktion. Sprich, sobald das Get Current Position die Position zurückliefert, wird diese anonyme Funktion aufgerufen. Also sprich, das, was da, diese vier Zeilen, die innerhalb der anonymen Funktion stehen. Ja. So, und was mache ich? Ich frage mir die Positionen Latitude, Longitude ab mit Position, Coords, Latitude, Position, Coords, Longitude. Lege mir, und das muss man, wie gesagt, auch wieder von der Google Maps API wissen, ein sogenanntes Lat-LNG-Paar an, also sozusagen ein Koordinatenpaar für die Google Maps. Das ist ein eigenes Objekt. Und das nenne ich Map Center, wo ich das Lat-Long angebe. Und mit Map.setCenter, wo ich dann dieses Objekt mitgebe, zentriere ich die Karte. Also sprich,
Koordinaten abfragen, Koordinaten an Google Maps als Zentrum setzen, sind die zwei Schritte. Das ist alles Google Maps API, ist jetzt nicht unbedingt Thema, aber ich wollte Ihnen nur eine praktische Anwendung zeigen. Und wenn man das macht, dann bekommt man eben genau diese Geschichte zu sehen. Und zwar nach einiger Zeit wahrscheinlich, weil ein bisschen dauert es immer, bis es hat, oder auch nicht. Ja. Aha, okay, ja, Moment. Problem ist nämlich, wir sind da, ich bin da offline und darf leider offline die Karte nicht anzeigen. Also die Google Maps API funktioniert mit einem Link, der im Filesystem ist, so wie ich es da gerade gehabt habe, leider nicht. Jetzt muss ich es geschwind auf dem Webserver aufmachen. Sie sehen das mit File-Doppelpunkt-Users, da haut die Geschichte leider nicht hin, weil das fürs lokale Öffnen leider deaktiviert ist. Das heißt, man muss das Ganze entweder irgendwo online öffnen oder andere Alternative ist, ich gehe her und öffne es mir zum Beispiel über das PHP-Storm, was ich jetzt gleich mache, dann soll es auch funktionieren. Sekunde bitte. So, Vorlesung 11. Schauen wir mal, ob es geht, ob ich recht gehabt habe. So, nächster Versuch. Jawohl, okay. Was normalerweise auch daherkommt, ja, das hat er bei mir jetzt auslassen, weil ich es leider schon getestet habe, es war auch irgendwie schlecht, ja, ist, dass normalerweise der Browser eine Abfrage bringt, ob er meine Location-Daten abfragen kann. Ich kann dann sagen, ja, immer, darfst immer für Localhost, das habe ich irgendwie offensichtlich einmal gemacht, darum erlaubt er mir es. Er zeigt eh da oben an, clear die Settings for future visits, schauen wir, ob wir das vielleicht nochmal hinbringen. Ja, genau, das war es. Der Browser fragt nach, wants to use your computer's location. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Sicherheitsfeature. Erst wenn ich da allow sage, ja, jetzt merkt er es wieder, einmal habe ich schon allow gesagt, dann geht das. Ja. Und das ist das, was ich übrigens gemahnt habe vorher. Die Location ist nicht immer super. Offensichtlich sind wir irgendwo in Linz, da bei der Industriezeile, offensichtlich für den Ding. Das heißt, unsere öffentliche IP-Adresse aufgrund Basis, der das vermutlich jetzt bestimmt hat, wird irgendwo Linz zugeordnet. Ja. Funktioniert leider nicht so toll. Ja. Wenn ich es am Handy machen würde, hätte ich wahrscheinlich Hagenberg oder so irgendwas. In dem Fall ja, steckt man irgendwo da mitten in Lustenau in der Industriezeile. Ja. Nur so als Beispiel. Und eben diese Abfrage, darf ich das nicht, die ist ganz wichtig. Die ist nämlich nicht umgehbar. Hätte ich dann Nein gesagt, ja, dann wäre die Karte nicht aufgegangen und die Position steht nicht zur Verfügung. Und das ist ein Sicherheitsmechanismus, weil keiner von uns will gerne getrackt werden ohne seine Zustimmung. Das heißt, wenn Sie als User oder Userin nicht explizit gesagt haben, ja, Webseite, du darfst die Location haben, dann geht nichts. Das lässt sich nicht umgehen, nicht aushebeln. Also dann kommt einfach von diesem Get Location nichts retour. Und damit muss ich dann arbeiten und halt sagen, sorry, ohne Location kann ich das oder das nicht tun. Das muss man wissen. Aber dieses Sicherheitsfeature ist eigentlich ganz gut, damit eben sowas nicht passiert. Und Sie sehen schon, die Geolocation ist immer nur so genau wie die Informationen, die uns halt zur Verfügung stehen. Da kann man leider nichts machen. Okay, und schließlich zum Schluss noch ein Ding, das ich Ihnen auch noch zeige. Ah ja, noch eine Frage? Ja, klar. Genau, weil im Prinzip, wenn Sie, vergleichen Sie es mit dem, also die Frage war, stimmen die Klammern, dass sozusagen da geht die runde Klammer auf und die geht erst da hinten wieder zu? Ja, weil im Prinzip vergleichen Sie es mit dem vorher. GetCurrentPosition hat als Parameter den Namen einer Funktion bekommen. Ja, okay, das war ShowMap und ShowMap war irgendwo eine eigene Funktion. Wenn ich das mit einer anonymen Funktion mache, ist es genau das Gleiche. Nur schreibe ich nicht den Namen der Funktion rein, sondern gleich die ganze Funktion sozusagen, die in sich an dieser Stelle existiert. Und die fängt, da geht die runde Klammer von GetCurrentPosition auf, da fängt diese anonyme Funktion an,
mit der geschwungenen Klammer, die geht bis daher und das ist dann wieder die geschlossene Klammer von dem. Also sprich, entweder schreibe ich nur einen Funktionsnamen, dann muss ich die Funktion extra irgendwo definieren oder ich schreibe gleich die ganze anonyme Funktion ein, dann darf ich halt auch nicht vergessen, die hinten wieder zuzumachen. Also ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend. Beim PHP-Storm und anderen IDEs wird das Gott sei Dank ordentlich auch gemacht. Wie gesagt, wer sich mit so anonymen Funktionen nicht wohlfühlt, der macht es einfach so. Der überlegt seinen Funktionsnamen und schreibt die Funktion schön extra gesondert hin. Ist auch nicht falsch, ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach nur ein bisschen sozusagen die Shortcut. Ist der Ton vom Stream wieder da? Keine Ahnung, warum er weg ist. Schon mal das Mikro neu ein- und ausgeschalten. Kurzen Moment. Ah, jetzt müsste er wieder da sein. Ich fürchte, mein Mikro hat einen Hiccup gehabt. Entschuldigung. Ja. Das sind die Vorteile, wenn man direkt in der Vorlesung ist. Man hat immer den Ton. Ja, ich hoffe, es geht jetzt wieder. Sorry für die technische Panne. Es ist halt da nur ein 20-Euro-Mikro. Ja. Okay, wo war ich? Genau, beim Local Storage. Daten lokal speichern. Und ich möchte Ihnen, bevor wir uns den Code anschauen, möchte Ihnen einfach das Beispiel zeigen, das man damit realisieren kann. Und dieses Beispiel ist ein Post-it fürs Web. Ganz eine simple Sache. Schauen wir uns an. Ein Post-it. Keine Geolocation, sondern ein Post-it. So. Ein Feld, das kaum lesbar ist, weil der Kontrast zum Beamer mittlerweile schon so schlecht ist. Aber wurscht, stellen Sie sich vor, es sei ein gelbes Rechteck, wo da Schreib auf mich drinnen steht. So, das kann ich auch tun. Ich kann da reingehen und kann irgendwie schreiben, hallo MTD14. Cool, ich gehe wieder raus. So, hab das jetzt geschrieben. Und das Spannende am Local Storage ist, dass ich hergehe, das Browserfenster schließe und jetzt noch einmal neu öffne. Und immer noch Hallo MTD14 da steht. Ja, das ist die Idee nämlich dahinter. Sprich, der Browser merkt sich,
was haben wir als Text eingegeben, und beim nächsten Mal, wo wir die Seite öffnen, schau danach, haben wir schon mal was gespeichert? Wenn ja, dann gib es an. Also da ist jetzt nicht mehr gestanden, schreib was rein, sondern, oder schreib auf mich, sondern steht wieder Hallo MTD14. Das ist sozusagen die Idee vom Local Storage. Den kann ich natürlich auch löschen. Also ihr könnt da hergehen und könnt jetzt da irgendwie das schließen, das löschen, das Fenster, diesen Tab wieder schließen, wieder öffnen. Und in dem Fall habe ich es so implementiert, wenn es gelöscht ist, dann steht wieder der Default-Text, dieses Schreib auf mich da. War da irgendwo eine Frage gerade? Hat sich erübrigt? Okay. Ob man es löschen kann oder wie? Ob das Beispiel sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Ja. Na, es geht einfach nur darum, normalerweise, wenn Sie irgendwo Daten editieren in Ihrem Browser, dann sind die weg, sobald das Browserfenster zu ist. Und so können Sie sich über das Schließen des Browserfensters hinaus Dinge merken, die einfach für diese eine Webseite gespeichert werden, und wenn die dann wieder geöffnet wird, dann kann man sie wieder abrufen, sozusagen zwischenspeichern. Vielleicht schauen wir uns an, wie das Ding funktioniert, dann wird es ein bisschen klarer. Okay, wie funktioniert das? Das ganze Ding ist einfach ein Div, ja, oder, ja, Frage? Da gibt es einen eigenen, eben sogenannten Local Storage für den Browser. Das speichert der Browser, so wie er zum Beispiel ihre, was ist was, temporären Files, ihren Cache wo speichert, hat er auch einen eigenen Speicher für den Local Storage. Ja. Der ist normalerweise, den kann man auch mit Tools auslesen. Also ich würde jetzt nicht ultra hoch Sicherheitsinformationen da drinnen speichern, ja, sowas wie Passwörter und so ist relativ ungeeignet, aber sagen wir mal, harmlose Infos kann man auf jeden Fall speichern. Also sprich, es ist im Browser einfach ja, so ein Langzeitspeicher mehr oder weniger, wo zugeordnet wird, zu welcher Seite gehört das und welche Informationen stehen da drinnen. Ja. Und die Informationen, das werden wir jetzt eh gleich sehen, das sind immer so Schlüsselwertepaare. Sie wählen sich einen Schlüssel aus und dazu speichern Sie einen Wert, und so kann man das dann später wiederfinden. Ja, das ist die Idee. Okay, wie funktioniert sowas? Ich brauche irgendwo ein Element, wo ich reinschreiben kann. In dem Fall, vielleicht zeige ich es ganz kurz im Browser her, im Quelltext, weil das habe ich da auf die Slides nicht. In dem Fall habe ich ein Section-Element genommen, aber Sie könnten nehmen, was Sie wollen, auch ein Div. Sie sehen, es gibt ein Section-Element ganz unten, vor oder drittletzte Zeile, mit der ID Sticky, und es hat das Attribut Content Editable oder Content Editable is True. Was heißt das? Content Editable macht genau das, was ich gerade gezeigt habe, dass ich, wenn ich da umschalte, den Content, also den Inhalt des Elements editieren kann. Sprich, ich kann da drinnen einklicken und einschreiben. Ja. Das kann ich für jedes Element verwenden. Sie können einen Paragraph hernehmen. Sobald Sie das Attribut Content Editable setzen, können Sie den vordefinierten Inhalt, der halt, den Sie im HTML stehen haben, editieren. Nur, das Content Editable ist zwar schön und gut, ich kann da was rumschreiben, aber sobald ich die Seite neu lade oder Browser schließe oder irgendwas, ist das alles wieder weg. Das heißt, das ist alles nicht permanent. Und da ist jetzt genau das, wo das Local Storage reingreift, nämlich diese Dinge permanent zu speichern. Also, ich hole mir zunächst dieses Element, wo der Text drin ist. Das war das mit der ID Sticky, meine Sticky Note quasi. So, und jetzt schaue ich nämlich nach, in einem ersten Schritt, haben wir für dieses Element schon irgendwo was in diesem sogenannten Local Storage gespeichert. Und wie mache ich das? Es gibt einfach ein Element oder ein Objekt Local Storage. Das stellt mir der Browser zur Verfügung. So wie es im Window, Document etc. gibt, gibt es auch Local Storage. Und das hat im Prinzip drei wichtige Methoden. Get-Item, Set-Item und Remove-Item. Also quasi schreib was ein, hol was raus und lösch was, ja, sozusagen. Im ersten Schritt möchte ich checken, ob wir schon was für diese Webseite gespeichert haben. Haben wir schon mal einen Text da drinnen eingespeichert? Das heißt, ich sage localStorage.getItemContent. Okay, das ist der Zugriffsschlüssel, dieses Content, unter dem ich was abspeichere. Wie ich das nenne, völlig wurscht. Kann ich mal aussuchen, wie will. Ich habe es jetzt Content genannt. Sie können das auch irgendwie anders nennen. Wichtig ist nur, das Speichern und Rauslesen sollte natürlich unter dem gleichen Schlüssel sein. Und wenn Sie mehrere Dinge speichern, dann gibt es halt mehrere verschiedene Zugriffsschlüssel. Das ist klar, in dem Fall habe ich nur einen String gespeichert und den suche ich unter dem Schlüssel Content.
Also ich schaue nach, wenn da was retour kommt, also if local storage get item content, wenn das was zurückgibt, was nicht leer ist, dann mache ich Folgendes. Ich setze das inner HTML-Property, also sprich den Inhalt des, den HTML-Inhalt des dieses Sticky-Note-Elements auf local storage get item content. Sprich, nimm den Inhalt aus dem local storage raus und setzen als Inhalt von diesem Post-it-Element und überschreib somit alles andere. Ja? Wenn aber nichts drin steht, so wie zum Beispiel beim ersten Aufruf, so wenn ich das initial das erste Mal aufrufe, ja, dann setze ich einfach als Default-Text Note.innerHTML ist Schreib auf mich. Darum ist da am Anfang Schreib auf mich gestanden, weil er hat nachgeschaut, haben wir schon irgendwo was für diese Sticky Note im Browser gespeichert? Also setzen wir einen Default-Text, ja, ausfertig, damit sonst ist es leer, damit halt irgendwas drinnen steht. Das ist das sozusagen, was das Element macht, wenn ich die Seite lade. Also es wird geschaut, steht schon irgendwas in dem Speicher drinnen, was ich anzeigen kann? Wenn ja, setze es ein. Wenn nein, schreib den Default-Mode drauf. So, das ist aber nur das Auslesen. Jetzt muss es auch noch eine Möglichkeit geben, wie wir überhaupt was abspeichern. Ja, und jetzt müssen wir uns aber überlegen, wann speichern wir das ab? Und zwar dann, und Sie haben es vielleicht gesehen, ich habe was eingeschrieben, und habe dann außerhalb dieser Sticky Note hingeklickt. Also sozusagen, die Sticky Note hat den Fokus verloren. Vielleicht kann ich es nochmal herzeigen. Das ist, sobald ich reinklicke, man sieht es im Chrome eh recht schön, kriegt das Ding ja so am Randung, dann hat es den Fokus, ja, ich editiere und wenn ich daneben hinklicke, verliert es diesen Fokus wieder. Ja, Fokus, kein Fokus, ja, und so weiter. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich dieses Abspeichern machen möchte, wo ich sage, okay, sobald es den Fokus verliert, sobald ich woanders hinklickt habe, dann speicherst du bitte den Inhalt, damit er erhalten bleibt. Okay. Dieser Moment, wenn es den Fokus verliert, da gibt es einen Event, und zwar den sogenannten Blur-Event. Ja, es gibt den Fokus-Event, wann es den Fokus kriegt, und den Blur-Event, wenn es den Fokus verliert. Und genau den nützen wir jetzt aus. Das heißt, ich setze, nachdem ich das Abfragen vorher gemacht habe, setze ich noch einen Event-Händler auf dieses Note, auf meine Sticky Note, ja? Und zwar einen On-Blur-Element. Das heißt, für den Fall, dass es den Fokus verliert, soll er was machen. Und zwar schaue ich nach, wenn kein Textinhalt drinnen ist, also wenn der Text-Content von dem Element leer ist, leerer String ist, dann lösche ich alles raus. Das ist das, was Sie vorher gesehen haben, wo ich alles weggelöscht habe, zugemacht, wieder aufgemacht habe, war plötzlich wieder der Standardtext drin. Das heißt, sobald kein Textinhalt ist, sage ich Local Storage Remove Item Content. Das heißt, diese Zuordnung, das, was unter Content in dem Local Storage gespeichert war, wird gelöscht. Das heißt, der Eintrag ist weg. Somit ist der Local Storage für diese Seite quasi wieder leer. Aber der viel spannendere Fall ist eigentlich, wenn er eben der Inhalt nicht leer ist, sondern wenn was drinnen steht, weil dann möchte ich diesen Inhalt speichern. Und zwar speichere ich im Local Storage mit SetItem unter dem Schlüssel Content, speichere ich einfach das inner HTML, was dort drinnen ist, weil dann habe ich nämlich alle Zeilenumbrüche und sonstigen Markups auch mit. Ja, das heißt, den gesamten Inhalt speichere ich unter dem Schlüssel Content im Local Storage. Und damit habe ich genau diese drei Fälle quasi behandelt. Gespeichert wird immer dann, wenn ich daneben hinklicke. Gelöscht wird dann, wenn ich daneben hinklicke und es ist aber, ich habe alles vorher ausgelöscht, dann wird der ganze Inhalt aus dem Local Storage verworfen. Und ausgelesen wird immer beim Laden der Seite. Also wenn sozusagen die Seite geladen wird, wenn neu aufgerufen wird, dann wird geschaut, gibt es einen Inhalt, der schon vorab gespeichert ist, dann zeige den an, sonst zeige ich einen Default-Text an. Ja. Wie funktioniert das? Nur auf diesem Browser, das wird wirklich lokal bei Ihrem Browser gespeichert, sprich, wenn Sie die Webseite auf zwei verschiedenen Rechnern, Browsern aufrufen, dann ist der Local Storage, der wird nicht irgendwie synchronisiert oder mit übertragen, sondern gilt wirklich nur für diesen einen Rechner. Und ja, aber es ist zumindest ein Anfang, um eine Möglichkeit zu schaffen, lokal Daten ja, irgendwie ein bisschen aufrecht zu erhalten. Ob man jetzt unbedingt so Post-its braucht, naja, okay, aber zumindest demonstriert es ganz gut, was das Beispiel kann. So, und bevor wir fertig sind, da gibt es noch viel mehr. Ich habe es eh schon gesagt, aber da die Zeit geht, also die Zeit reicht nicht aus, um das alles durchzubesprechen. Offline-Web-Applikationen, habe ich eh schon gesagt. Sprich, Webseiten offline verfügbar machen und sobald die Applikation wieder Netzverbindung hat, werden die Daten mehr oder weniger synchronisiert.
Der Local Storage ist nur für ganz simple, so textuelle Werte, die ich immer speichere. Wenn ich es komplexer haben will, kann ich auch eine Index-Database nehmen. Es gibt im Browser eine fixfertige Datenbank, wo man wirklich komplexere Seiten abspeichern kann. Es gibt sogenannte Websockets, wenn ich beständige Verbindungen zwischen zwei Endpunkten aufrechterhalten möchte. Sie machen zum Beispiel einen Webchat oder so irgendwas, ja, und möchten einmal eine Verbindung aufmachen und da immer Daten hin und her schicken, also irgendwelche Chats oder irgend sowas. Websockets. Oder Webworkers, auch eine ganz spannende Geschichte. JavaScript ist eine Sprache, die eine sogenannte Single-Threaded Language, sprich, da gibt es einen Ausführungsstrang, wo der Code ausgeführt wird, aber parallel funktioniert da nichts. Mit Webworkers geht es. Da können Sie sagen, er soll, keine Ahnung, das eine machen, während er parallel dieses tut, was dann wiederum die mehreren Kerne von einer CPU nutzen kann und so weiter. Also da gibt es ganz spannende Geschichte. Oder Microdata, ein Format, um zusätzliche semantische Informationen abzuspeichern. Da habe ich letztes Mal bei XML schon dieses RDF erwähnt. Das Microdata ist so ein bisschen eine Ergänzung dazu oder beziehungsweise die einfachere Version, muss man vielleicht sagen. Also da gibt es nur so viele Technologien, die in diesem HTML5-Umfeld quasi kursieren. Einige davon werden Sie eben, wenn Sie es denn besuchen, im Wahlfach im vierten Semester kennenlernen. Ansonsten kann man sich natürlich vielleicht da in einem Pro3-Web-Projekt mit dem einen oder anderen schon mal beschäftigen. Da gibt es also sehr, sehr viele Dinge, die da dazukommen. Okay, das war's für heute. Fürs nächste Mal, die nächste Stunde, da habe ich keinen Inhalt mehr, sondern die wäre als oder ist es als Wiederholungs- und Fragestunde mehr oder weniger vorgesehen. Sprich, ich würde Sie bitten, dass Sie bis zur nächsten Vorlesung nicht völlig unvorbereitet kommen, sondern sich vielleicht einfach, weiß ich nicht, am Abend vorher überlegen, was sind die Dinge, die man nicht klar sind. Wo hätte ich gern noch was einmal, noch einmal erklärt oder noch einmal ein Beispiel durchbesprochen? Sei es JavaScript, sei es XML, sei es was auch immer. Aber am liebsten weiß man, wenn Sie wirklich konkrete Fragen haben. Sonst wird das relativ kurz. Also bitte nützen Sie die Zeit und stellen Sie nächstes Mal die Fragen von den Inhalten, die Ihnen noch nicht klar sind. Ich werde am Anfang durchbesprechen, was alles zur Klausur kommt. Also ein paar Inhalte sind auf jeden Fall so, das heute werden wir uns zur Klausur zum Beispiel gar nicht anschauen. Ich werde das alles Ihnen quasi noch erklären, was zur Klausur kommt, was wichtig ist, was weniger wichtig ist. Und der Rest der Stunde, wie gesagt, der würde dann Ihnen gehören mit Fragen, die noch nicht klar sind. Also bitte, bitte die Sachen anschauen, weil wenn Sie keine Fragen haben, dann kann ich auch nichts erklären. Dann wird das, wie gesagt, eine sehr kurze Geschichte. Okay, heute sehen wir uns noch in den Übungen. Thema ist wieder das allseits geliebte JavaScript-Dom. Ja, bis bald. Dankeschön. Sorry nochmal für das Ausfallen des Tons. Ich hoffe, es war nicht allzu lange.